Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ultimate Trials. Es geht hier direkt weiter. Okay, ich brauche Bomben. Wir sind gerade so ein bisschen im Zeitrennmodus. Genau, in der Prüfung des Erwachsenen. Oh shit, dein Ernst? Du Penner. Komm, hopp, 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 hopp. Genau. Und versuchen halt die nächste Flasche zu erhalten. Ah, das ist auch eklig. Boah, vor allem jetzt. So ist das, glaube ich, richtig eklig. Okay. War aber gut gemacht. Okay, schön, 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 schön. Das lief gar nicht mal so schlecht. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Schön mit dem Hammer reinhämmern. Und voll daneben, natürlich. Okay, ist ein One-Hit? Hallo? Boah. Zu treffen ist halt echt schwer. Die Zombies, die könnten uns noch gefährlich werden, da bin ich ehrlich. So, die kann man anvisieren. Hä? Okay, komm, ich hau so drauf. Ist das gut? Ist das gut? Ist das gut? Oh. Gott sei Dank. Nein. Okay, Fledermäuse. Wo seid ihr? Oh, shit. Auch noch ein Treffer eingesackt. Ah, oh, das war keine gute Runde. Okay, der Hirnsauger. Da müssen wir jetzt, glaube ich, mit Schwert kämpfen, ne? Hallo? Das ist jetzt hier die Ausnahme, Leute. Weil ich glaube, das geht nicht mit dem Hammer. Ne. Das ist die Ausnahme. Bam. Okay, greif an. Du, du. Bam. So nervig, ne? Dass der jetzt noch eine dritte Phase. Also, jetzt nochmal. Warum kann ich den nicht nach zweimal besiegen? Geht aber irgendwie nicht. Warum auch immer. So, tschüss. Tür auf, Junge. Schneller. Okay, Ebene abgeschlossen. Ebene 25 war das jetzt. Und wir gehen direkt wieder rein. Ich glaube, ich will mal Dins Feuerentfernung machen, Leute. Ich weiß nicht, ob das vielleicht smart ist. Boah, shit, der stunt mich jedes Mal. Aber ich... Okay, nein. Scheiße. Link, geh weg. Ist nicht so smart. Ah. Okay, Hammer. Aber... Zumindest jetzt ein Treffer und tot, ne? Okay. Ah. Ich weiß nicht. Okay, ja. Ich glaube, hier mache ich auch mal den Feuerentferno. Kostet das Zeit, wenn ich das mache? Ich will es mal ausprobieren. Die Zeit läuft weiter, okay. Okay, warte, 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 warte. Hammer, Hammer, Hammer. Okay, war's das? Jo. Ja, geht. Okay, hier ist jetzt noch ein unsichtbarer Zombie mit bei, ne? Auge der Wahrheit. Ich würde sagen, den haue ich direkt mal weg. Shit. Das war halt einfach komplett scheiße gerade. Warum kann ich den denn nicht anvisieren? Das ist so nervig. Nein! Geh weg. Ich hasse es. Okay, nice. Der ist tot. Dann bleibt nur noch er hier. Okay, gut. Sehr schön. Weiter geht's. Okay, wir brauchen Bomben, Bomben, Bomben. Und ich glaube, Auge der Wahrheit ist nicht schlecht. Wow, das war richtig bad. Oh, das geht schon. Warte mal, ich mach mal kurz Deko-Nüsse rein. Ich kann die da oben gar nicht paralysieren. Shit, ey.
Okay, pass auf, wir machen den mal kurz mit Pfeilen. Weil die Zeit hält ja dann auch an, ne? Das war ja so. Boah, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut gesetzte Pfeile waren. Ich hoffe mal, irgendwas trifft da. Okay, das war nett. Tür auf und weiter. So, da sind wir schon wieder bei ihm hier. Ihn darf ich mit dem Schwert machen. Oh shit, oh shit. Boah. Er ist einfach nur nervig, ganz ehrlich. Er ist einfach nur nervig, ich hasse ihn. Papa. Und da hält er mich noch wieder. Dieser scheiß Arm. Ist halt komisch, dass man den nur mit dem Schwert machen kann, oder? Das ist schon merkwürdig. So, komm, mein Freund. Tschüssikowski. 20 Rubine eingesackt. Das war doch eben 30, ja. Ja, ich glaube, mit der Zeit sind wir zufrieden. Das kann man machen. So, was verkaufst du? Willst du die beste Bombentasche? Boah, ja. Komm. Die ganzen Upgrades nehmen wir jetzt mit. Ist wirklich ein gutes Angebot. Jetzt haben wir halt echt super viele Bomben, ne? Aber eigentlich brauche ich 500 Rubine, Leute. Kriegen wir die noch hin? Wir müssen halt auf so einen Deku-Kerl nochmal hoffen, gell? Okay. Hammer. Schwert einpacken. Und weiter geht's. Let's go. Ah, da kommen direkt die wieder raus. Waren das nicht auch zwei? Oder war das nur einer? Boah, das war eine gute Runde. Die war richtig nice. Okay, komm her, mein Freund. Kann ich dir überhaupt Schaden machen? Jo, das geht. Aber, Mann, mit dem Hammer ist man so klobig unterwegs, ne? Guck mal, ich hau den doch. Man muss da wirklich instant einen guten Treffer landen, sonst wird das halt nichts, ne? Alter, wie wir jetzt halt einfach 99 Bomben haben. Zack. Tschüss. Aber ich glaube trotzdem, dass wir noch gut im Rennen sind. Shit. Zack, machen wir es bei denen weg. So, das ist halt auch schon wieder so. Ganz merkwürdig mit den Viechern. Egal, Hammer. Nächste Runde. Okay, wir brauchen Dins Feuerentferno. Hier ist es halt einfach perfekt. So. Außer, dass ich die Fledermäuse halt direkt wieder entzünde. Shit. Können wir direkt nochmal neu machen. Ja, eigentlich kann ich auch einfach den machen, ne? Und ich glaube, ich nehme dann einfach die Uhr. Komm, wir machen es einfacher. Wir machen die Uhr. Und machen den. Zack. Zack. Und ich hoffe, ich treffe irgendwas. So. Und du gehst bitte auch ins Feuer. Und wir können weitergehen. Ein Eisenprinz. Okay. Theoretisch sollte man den auch gut mit dem Hammer machen können. Was? Bin ich dumm? Viel zu nah rangerannt. Also ganz ehrlich, die Trefferrange mit dem Hammer ist halt echt beschissen. Aber ich glaube, er ist stärker als das Schwert. Kann das sein? Zumindest gegen ihn war das jetzt besser. I guess. Ich glaube, wir können uns langsam mal ein bisschen mehr Zeit lassen. Wir sind echt gut in der Zeit. Okay, tschüss. Wir brauchen halt eigentlich noch mehr Geld, ne? Für das bessere Schwert-Upgrade. So, die fletzen mal so weg. Zack, zack, zack.
Easy. Okay. Next round. Da gehe ich jetzt auch einfach mal mit dem Bogen rein, Leute. Hä, ich verstehe es nicht. Hält der schon wieder mehr aus? Oh nein. Was machst du denn hier? So, wir haben ja eigentlich den Tipp gelesen, wir sollen hier mit Deko-Nüssen arbeiten, ne? Wir versuchen es mal. Aber er darf halt... Er darf halt nicht blocken. Jetzt. Okay. War's das? Nein, war's noch nicht. Das müsste auch mit der Deko-Nuss gehen, oder? Easy. Zack. Wir haben Zeit, Leute, wir haben Zeit. 46 Minuten waren's, ne? Glaube ich. Die wir hier haben dürfen. Oder 44. Ist auf jeden Fall dicke. So. Das verstehe ich nicht. Steh genau. Schon wieder. Steh genau vor ihm und treff den nicht. Oh, das ist schon wieder scheiße hier. Leute. Mach mich nicht alle. Hallo. So. Machen wir es halt so. Tschüss. So, jetzt kommt diese komische Gerudo-Kriegerin. Ich weiß gar nicht, wie mache ich die am besten? Kann ich die stunnen mit Nüssen? Geht das? Zufällig? Das geht. Wieder ein Treffer eingesteckt, ey. Läuft gerade nicht so geil, ne? Aber jetzt ist, glaube ich, wieder eine Ebene, wo wir Pause machen können, genau. So, was verkaufst du denn, meine Freundin? Ich verkaufe 20 Krabbelminen für 30 Rubine. Nee, brauche ich nicht, danke. Nee, ganz ehrlich. Ein Upgrade hätte ich mitgenommen, aber... Hast du noch einen anderen Tipp? Neobong, oh, schließt mitunter seine Augen. In dem Fall kannst du das Windrad verwenden, um ihn auszuweichen. Okay, Windrad für Neo Bongo Bongo. Du kannst deine Hand mit einem Eispfeil einfrieren, damit sich sein Auge kurz öffnet. Schieße dann einen Pfeil mitten in das Auge. Eispfeile. Okay, Eispfeile sind gegen Neo Bongo Bongo der Hit. Okay, er gibt den entscheidenden Tipp. Alles klar, weiter geht's. Next Round. Wir sind jetzt in... Genau, in dem Level hier. Okay, warte. Ich brauche Pfeile. Ich glaube, ich... Oder? Na, nee. Ich weiche erstmal aus. Wir haben genug Zeit, Leute. Hallo? Jetzt ist halt mega nervig. Okay, warte, ich brauch... Es ist mega nervig, dass ich das Schwert nicht benutzen kann. Okay, das macht gar nichts gegen die. Scheiße, was muss ich machen? Deko-Nüsse? Gehen Deko-Nüsse? Deko-Nüsse gehen auch nicht klar. Schwert wäre so easy, ne? Aber, Mann. Boomerang. Komm, Boomerang geht. Die bringen nur Geld. Ja, okay, das geht zwar. Sind das diese Blasen, wo ich Bomben werfen soll? Das kann ich mal ausprobieren. Oh, Mann. Okay. Hä? Was ist denn das? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Jetzt sag aber nicht, ich kann mit dem Hammer keinen Schaden machen. Doch, kann ich. Ja, okay. Oh Junge, ich mach's mit dem Bogen, oder? Oh, der kostet Zeit. Ja, genau. Was ist denn mit dir? Aber ich krieg grad keinen Schaden, ne? Der hat neue Moves drauf, oder? Das ist einfach so. Vorher waren die nicht so. Okay, weg mit dem.
Ich glaube, Leute, ich nehme mal die Red Potion als Vorsichtsmaßnahme. Okay, 6 Herzen macht die. Okay. Der ist kein Problem. Wir haben genug Zeit. Immer mit der Ruhe. Tschüss. 20 Rubine nehmen wir mit. So. Ja. Chill doch mal. Meine Fresse. War's das? Okay, das war jetzt schon wieder so eine Easy-Runde. Ja, obwohl ich richtig krass Schaden bekommen habe. So, zack. Und zack. Okay, der ist so easy, ne? Der ist so easy. Hammer nice gemacht. Okay, wir haben... Jetzt kommen die Fledermäuse. Okay, was machen wir gegen die Fledermäuse? Machen wir da einfach Zeit anhalten und Pfeile verschießen? Ich glaube ja, ne? Obwohl, wir haben nicht mehr so viele... Huch, sorry, da bin ich gegen das Mikro gekommen. Wir haben nicht mehr so viele Pfeile. Scheiße, was machen wir gegen die? Alle mit dem Boomerang? Vorsichtshalber mit Zeit. Wir haben halt viel Zeit. Okay, wir chillen. Wir chillen. Wir haben Zeit. So schlecht, ey. So schlecht. Aber ich brauche halt auch Geld, ne? Das dürfen wir nicht vergessen, dass ich immer noch Geld brauche. Deswegen so ein bisschen Boomerang nebenbei. Ich hätte halt gerne die 500 Rubine. Das wäre toll. Dann haben wir einen Haufen Upgrades gekauft. Wir haben... Okay, warte. Da gehe ich direkt mit einer Bombe rein. So, wunderbar. War's das schon? Natürlich nicht. Okay. Hammer Time. Aber zeitmäßig ist immer auf einem guten Weg, ganz ehrlich. Easy. Vielleicht den auch nochmal so ein bisschen stunnen. Geld. Zack. Hä? Ganz ehrlich, das mit dem Hammer ist ganz merkwürdig. Die Range ist so... Oder wie nennt man es? Die Hit... Okay. Die Hitfläche ist ganz merkwürdig. Kann ich den eigentlich auch? Glaub nicht. Boah, nice. Da hab ich schön durchgehauen. So, Geld nehmen wir mit und weiter geht's. Ich glaube, das ist schon der letzte... Der letzte, oder? Kann das sein? Ich hab das gesehen, es war einfach kein Treffer. Zack, Alter. Jawoll. Gibst du Geld? 5 Rubine. Ich glaube, das war die letzte Runde. 25 Minuten nur gebraucht? Hey, voll gut, ey. Hi, hihi. Du hast doch noch nicht den rechten Biss, mein Lieber. Hä? Warum? Du musst härter trainieren, mach's mal gut. Hä? Der hat auf 44 Minuten gesagt. Leute? 44 Minuten? Hat er nicht 44 Minuten gesagt? Waren es 25? Hat er nicht 44 Minuten gesagt? Hm? Ich bin mega verwirrt. Hat er 25 gesagt? War ich jetzt echt zu langsam? Das ist ja mega ärgerlich. Ich muss gleich nochmal gucken, was der gesagt hat, wie viel ich brauche. Hey, ich war jetzt voll bei 44 Minuten. Warum bin ich bei 44 Minuten?
Okay, der hat noch was zu sagen. Fällt dir auf, dass die Leute, die hierher kommen, sich nie erinnern können, wie sie hierher gekommen sind? Es ist fast so, als gäbe es einen Fluch, der alle ihre Erinnerungen verlieren lässt, wenn sie hier ankommen. Hm. Ja, ich kann mich einfach nicht erinnern. Kannst du es? Maybe. Oh, ich krieg kein Geld von ihm. Schade. Du bist 15 Mal gestorben. Du hast blablabla Feinde besiegt. Bei 3000 kriegt man erst wieder was Neues. Boah, Mann, wir bräuchten noch 100 Rubine. 100 Rubine. 600 kann ich, glaube ich, tragen gerade. Ich besuche Takuri sehr gerne. Er erzählt mir allerlei Dinge. Er ist sehr klug. Er ist ein bisschen eigenartig. Er hat ein falsches Krokodil unten in seinem Forschungslabor. Warum hat er so etwas? Was für ein komischer Typ. Ein falsches Krokodil? Tingle, hi. Oh, Tingle, Tingle hat eine Fee, seine Kleider grün wie der Klee. Tingle ist schon 35 Jahre, das Knie schmerzt, das ist klar. Ach, Tingles, Tingles Fee, geschwind, tanzt froh wie ein Hauch im Wind. Das Glück zwar klein, aber fein, ist besser als unglücklich sein. Okay. Darf ich nochmal mit dir reden? Bitte, bitte, bitte. Hallo. Na, die hält erstmal nicht an. Okay, was hast du noch zu sagen? Mal sehen, wie weit du gekommen bist. Hm, dein Rekord liegt bei 44 abgeschlossenen Wellen. Ja. Müsste ich mal noch auf 500, auf 50 erhöhen. Okay, Leute, der Part ist schon wieder rum. War ich zu langsam? Warum? Ich will noch mal ganz kurz reingessen. Ich glaube, ich kaufe mir erstmal was. Die Verbesserung hat 500 Rubine gekostet, ne? Für unser Schwert. Für welches auch immer. Das stand da nicht so richtig. Aber ich hätte sie gern. So viel ist klar. Hier könnte man sich jetzt alternativ noch den Teleporter kaufen. Aber das ist halt für dieses Format eigentlich sinnlos, sag ich mal. So. Oh! Dieser robuste Schild kann fast jeden Angriff im richtigen Moment abwehren. Hetz Schild. Können wir uns jetzt kaufen, Leute? Wollen wir den kaufen? Komm. Let's go. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Du hast Hetz Schild erhalten. Gehe zum Gegenstandsmenü und wähle den Schild aus. Drücke A, um ihn auszurüsten. Während du mit L anvisierst, halte R und drücke B im richtigen Moment, um den Angriff deines Gegners zu kontern. Alter, was? Wir kaufen es einfach für die Vollständigkeit. Noch ein, den Teleporter erstmal. Was? Du kannst das jetzt nicht kaufen. Hab ich den schon gekauft? Ach ja, hab ich schon. Wusste ich gar nicht mehr. Hetzschild, Leute. Ich kann jetzt kontern. Mit dem Zweihandschwert geht das nicht, oder? Doch, das geht auch. Aber ganz ehrlich, ich behalte den. Der ist besser. Aber interessant. Sehr interessant. Ja, Leute, ich bin gerade mega angefressen. Ich glaube, wir brauchen doch unser Schwert. Um das schneller abschließen zu können. Und ich glaube, mit dem restlichen Geld werde ich jetzt nochmal Pfeile kaufen, weil Pfeile sind auch essentiell. Gerade in den Räumen mit den Fledermäusen. Ich glaube, dann werde ich halt immer Zeit anhalten. Dann waren es jetzt doch 25 Minuten, die ich Zeit habe, oder? Kann das sein? Shit, ey. Okay. Ich kaufe 50 Stück für 35 Rubine. Let's go. Können wir vielleicht noch einen Herzcontainer kaufen? Oder wie viel kostet der aktuell? Oder soll ich mir... Ja, ich will halt... Eigentlich will ich die 500 Rubine. Ne, damit wir uns diese Schwerterweiterung noch kaufen können. Oh, kostet eh 200 Rubine. Muss ich später machen. Okay, Leute. Alles klar. Ich würde sagen, im nächsten Part geht's weiter. Dann versuchen wir es nochmal. Ich war eigentlich echt der Meinung, wir sind bei 44 Minuten. War das ein Anzeigefehler? Wir müssen nochmal lesen. Wir müssen nochmal lesen, auf jeden Fall. Okay, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken und kommentieren. Bis zum nächsten Mal zu
Ultimate Trials, dann geht's weiter. Ja, und dann gehen wir nochmal in die Prüfung. Hey, ich freue mich so. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.